Willkommen zu einer neuen, chilligen Runde Spicer Engineers von Keen Software House. So, ich habe noch ein bisschen in die Taschen drin, und zwar Uran. Ich habe jetzt mal alles von dort drüben rausgeholt. Da ist jetzt auch nur noch alles in den Sauerstoffgeneratoren drin. So, wir schmeißen mal hier das letzte Uran rein. Da siehst du, 22,8 Tonnen haben wir noch. Wir haben auch noch ein bisschen Platin. Dachte ich. Hast du Platin nachgezutscht? Oh, sieht fast so aus, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Uran drin. Das können wir rausnehmen. Der soll nur das Platin durchzutschen. Eis, Eisen. Kobalt, Nickel. Ja, die brauchen halt eine ganze Weile dafür, ne? Das wäre schön, wenn ich jetzt sehen würde, wie lange das dauert. Aber wenn du hier siehst, wie die Kilogramm abnehmen, und da sind 17,6 Tonnen drin. Und da siehst du 21 Kilo, 20 Kilo, 19 Kilo, 18 Kilo, 17 Kilo. Das kannst du so reden. Bis du da mal 100 Kilo weg hast. Das dauert eine ganze Weile. Bis du da 1000 Kilo weg hast. Und wir haben 17.000 Kilo. Ah ja. Deswegen da Platin und hier Uran. Moment, Superkonduktoren. Du hast doch hier bestimmt schon welche drin. Nein, sind die so leicht? Da hast du die 80. Ja, sind so leicht. Hast du schon fertig? Cool. Dann nehmen wir hier das Zeugs gleich mit. Achso, hier nebenbei habe ich mich natürlich wieder aufgefüllt. Mit Strom und mit Hydrogen, weil ich ein paar Mal hin und her schweben durfte. Und da verbraucht man doch ganz schön viel Hydrogen. X. So, dann schmeißen wir das hier mit rein. Dann schmeißen wir das hier mit rein. Damit haben wir die Superkonduktoren. Wir brauchen jetzt erstmal 200 Herstellungskomponenten. Und kleine Rohre haben wir da. Ja, Herstellungskomponenten kannst du aber trotzdem mal 200 bauen. Ja, sehe ich. Schmacker, Manno. Und 45 oder so waren es kleine Rohre. Dann nehmen wir die mit. Inventar. Passen die alle rein? Jawohl. Stahlplatten war ja noch irgendwas. Dann rennen wir hier schon mal hin. Motoren haben wir doch drüben bestimmt noch drin, oder? Ansonsten können wir die auch gleich hinten dran schmeißen. Ja, für einen reicht's, Manu. Produktion. Was ist denn das? Schwerkraftgenerator. Jawohl, brauchen wir irgendwann auch mal wieder. Machen mal das mit. Und das und das. Dann haben wir das auch. Schnieke. Jo, fertig. Nicht ganz, da brauchen wir die Motoren. Aber hier können wir den. Hier können wir den. Ernsthaft, wir brauchen nur noch die 12 Motoren. Cool. Was haben wir jetzt noch hier drin? Nö, das können wir. Das können wir so lassen. Kann ich auch hier hingucken? Die können wir mitnehmen, die können wir mitnehmen. Okay, haben wir das. Och, cool. Fertig. 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 Runter. X-Ray. Ah nein, wir gucken von der Seite. Genau, so muss das aussehen. Und zwar Kontrollfeld. Effektivität. Ja, 200% ist richtig, oder? Klar. Genau, Effektivität 200, kommt es doppelt raus. Produktivität schneller braucht man nicht, denn dann verheizt man nur das bisschen, was wir sowieso schon haben oder nur haben. Und während ich die Verbinder baue, kannst du ja schon mal anfangen. Ah, da siehst du, bei dem sieht das ähnlich aus. 51 Kilo, 50 Kilo, 49 Kilo. Wenn du dann unten siehst, wie wenig hier rauskommt, ne? Da können wir gleich wieder eigentlich Eis farmen und dann hoch. Und wenn du runterkommst, hat er dann mal 4, 5 Uran fertig. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, hast recht, aber
Es ist auch nicht wesentlich besser. Macht das was aus, wenn ich hier... Warte mal, Verbinder? Nein, dekorative nicht Verbinder. Kleinen Frachtcontainer? Nein. Förderband? Genau, das große Förderband. Gebogene Förderleitung. Förderbandsortierer? Nein. Ausruf? Nein. Kleine Förderbandleitung? Nein. Das ist es, Förderleitung und... Ah, ich dachte, da gibt mir die in die Hand, aber nein. Will er wieder nicht. So, dass wir... Oder können wir das ja wieder hier hinten dran machen, oder? Wieso willst du denn jetzt nicht? Was soll man schon wieder nicht einstecken? Interne Panzerung. Echt? Keine interne Panzerung mehr? Computer? Das sieht allgemein sehr mau aus da drin. Verdammt, Axt! Produktion. Interne Panzerung. Eisenbahn? Wieso hast denn du... Du hast Platz. Man könnte dir Eisen reinschmeißen. Nicht leer. Eisen. Papp. Na, nicht das Eisen, du Schwachkopf. Das Eisen. Papp. Jawohl. Inventar. Rausnehmen. Gut, voll. Aber wir könnten jetzt hier hinten anschließen. So. Könnten dann mit einer 7 hier hinten rausgehen. Da wollte ich hoch, ne? Ist das schon das hier? Nö. Da können wir noch eine weiter raus. Dann mit einer 8. Aber diesmal... Was? Ja, so rum. Weißt du, ich heute ganz schön eckig, weißt du? Geht es denn noch ein höher oder müssen wir schon hier... X, weißt du? Ja, so rum, X. Das sieht gut aus. Dünne 7. So hin, so hin, so hin. So hin. Ach, der geht ja auch da runter. Jetzt brauchen wir eine T-Kreuzung. Gibt's sowas? Nee, ne? Klar gibt's das. Ne. Schwachkopf. Ich weiß mal fertig, vielleicht kriegen wir das dann aufgehoben. Hätte ich vielleicht gleich machen können. X. F. F. Liegt sonst noch was rum? Nein, X. Schön. Dann braucht man nämlich nur eine Sechschenbahn. Was brauchen wir? Herstellungskomponenten. Was brauchen wir hier? Herstellung. Eigentlich nur Herstellungskomponenten, oder? Davon aber gar reichlich. Haben wir hier wieder welche drin? Nein. Haben wir hier wieder welche drin? Nein. Den bau mal wieder welche. Schiffen mal her, da können wir schon mal wieder ein bisschen was machen damit. So, das läuft dahin, die sind fertig. Die ist fertig, die ist fertig, Förderleitung. Die ist fertig. 20 Herstellungskomponenten sind das, ist ja kein Wunder, das ist kleine Rohre. Das ist ja echt krass. Haben wir auch nicht mehr. Die ganzen kleinen Rohre schon wieder verbastelt. Produktion. 100 kleine Rohre. Halt, Inventar. Nimm mit. Nimm mit.
Ach, herrlich. Lauf, 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 lauf. Aber stößt ja die Birne ein, genau. Erfolgreich, Schwachkopf. So, dahin. Dahin. Jetzt fehlt auch noch interne Panzerung. Wie viele sind denn das? 14. Nee. Ist egal, bau 100. Jupp, 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 jupp. Bau einfach 100 interne Panzerung. Das kann nie schaden. Inventar, nehmen wir dort mit raus und dort mit raus. Das heißt, wir haben ja auch kaum noch Stahlplatten. Hier fehlt ja wirklich alles. Das Einzige, was wir haben, sind Computer, ne? Aber auch nicht mehr viele. Könntest du hier noch 300 mitnehmen? Jawohl, die packen wir hier wieder mit rein. Oh, hat aber schon ein bisschen was geschafft. Aber den werden wir gleich versuchen. Genau, jawohl. Damit hat er's. Damit ist grün. Jetzt gucken wir mal, was er zieht. Kobalt. Ick. Könnt ihr schon wieder schütteln, Rechner. Du sollst Uran ziehen. Genau so. Und Kobalt. Er wird's nicht ohne Grund ziehen. Kobalt. Wir werden Kobalt höchstwahrscheinlich noch mehr brauchen. Ah, komm, dann jag mal die 2000 durch. Ach, Kobalt dauert ja auch wieder so lange. Wo ist denn unsere Fabrik? Die Montageanlage, wie viel Kobalt? Deswegen, die hat kein Kobalt mehr. Hm. Na, und wenn ich sehe, wie das Kobalt durchrattert. Yippie, juhu. Gut, dann musst du wirklich auch erstmal Kobalt bauen. Bevor du weiter Uran machen kannst. Das stört mich natürlich jetzt auch ein bisschen. Wir hatten aber auch noch keinen Zusammenbruch vom Strom, ne? Wenn das Ding hier baut. Jetzt wäre mal so eine Gesamtliste, was da heißt, schön. Sehe ich das hier irgendwo? Blöcke, ungepanzerte Triebwerke, Polygon. Nö. Fraktionen, Nachrichten, GPS, nö. Infos. Produktion. Was? Aha. Jetzt wäre schön, so eine insgesamt Stromansicht zu sehen. Aha. Was denn hier los? Kontrollfeld. Was? Das Terminal ist. Ach so, dann muss ich hier da dran drücken. Vollständig aufgeladen in 2 Sekunden. Der gibt ab und zu mal Strom ab. Jetzt lädt er auf. Das heißt, wenn ich den hier hinten anschalte, sind wir höchstwahrscheinlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Was brauchen wir denn immer? Wir brauchen 1000 Stahlplatten. Die brauchen wir wirklich immer. Produktion. So, da baut er nämlich auch mal eine Weile. Bap, dagegen gedroschen. K. Vollständig inladen in 2 Tagen. Derzeitige Zufuhr 3,88. Abgabe 3,93. Das heißt nämlich, wenn die läuft, 4 Strom fehlt uns nicht. Trotzdem möchte ich das nicht haben, dass die leer gezutscht wird. Heißt, wir bauen da draußen noch 2 Turbinen dran. So. Ja, das brauchen wir sowieso. Und wir werden hier sicherlich auch wieder brauchen. Interne Panzerung 40. Hammer, so viele da. Hammer da. Wieso 40? Weil 30, 10. Das heißt, wir brauchen eigentlich 80.
Wir haben 68. Heißt das 78, 79, 80. Damit haben wir die. Warte mal. 4 Computer. Da können wir uns mal 10 rausklauben. Wir brauchen 24, 48 Träger. Die müssen wir auch bauen. Die haben wir ja gar nicht mehr da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, warum ich die jetzt so genau baue, weiß ich auch nicht. Herstellungskomponenten. 1, 2, 3, 4. 40 Stück. Motoren 20 Stück. Interne Panzerung haben wir da. Das sind Stahlplatten. Die können wir auch mitnehmen. Brauchen wir zwar nicht für die... Ja, genau. Aber wir haben es schöner, als hätte haben sollen. Und viel schöner, als brauchen wir... Trinkt! Aua! Schwachkopf! 6 Damage. Okay, das geht. Können wir gleich nochmal machen. Ich wollte noch X drücken, aber so lang war der Finger nicht. Und wieso drücke ich nicht gleich X? Das wäre viel zu einfach, Schwachkopf. Und wieso sind die hier überhaupt versetzt? Das ist doch aber nicht schön. Ja, ist jetzt aber erstmal egal für das hier. Oh, wir brauchen Hydrogen. Zack. Den füllen wir hier gleich mal auf. Wop. Streimlinge brauchen wir auch. So, komme ich hier überhaupt ran mit der 1? Nö. Dann machen wir das so. Müssen wir mal schreiben. Ich habe die Träger nicht mit... Wieso habe ich die Träger nicht mitgenommen? Achso. Ja, das ist Schwachkopf unterwegs. Warp, 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 warp. So, fertig geschweißt. X. Dann können wir hier hinten noch eine setzen. 7. Ne, dann müssen wir noch eins zurück. Jawohl. Wieso habe ich das nicht gesehen, dass die so komisch aussehen? Wollte ich wieder nicht wahrhaben, wa? Dass ich so eine Scheiße gebaut habe. Es sieht mir doch aber eindeutig, dass die schief sind. Hm. Ich habe es nicht gesehen. Sag mal, werden die immer langsamer hier unten? Vor allem, je mehr ich da oben drauf baue. Das müsste gleich schnell wie das sein. Ja, ich nehme wahrscheinlich immer mehr Wind weg. Und dann macht es wieder Sinn, die wirklich schön zu verteilen. Denn auch das da oben scheint immer langsamer zu werden. Siehst du das? Das scheint langsamer zu sein als das. Sind die beiden gleich? Nee. Das auch schon nicht mehr. Das da außen ist noch schneller. Boah, wir zünden noch ein paar mehr dran, dann sehen wir das wenigstens. Ja, normalerweise sollst du mindestens 4 oder 5 freilassen. Ich würde es auch wirklich sehen, ne? Also, ich bin da... Kann mir ja jeder 4 erzählen. Nein, ich glaube euch das schon, wenn ihr mir das schreibt oder sagt. Aber ich möchte das dann auch mal wirklich austesten und dann wirklich auch beweisen. Und dann sieht man wirklich, dass das echt so ist. Kobalt haben wir wieder 300 Euro. Das war ja wirklich fast gar nichts. Dann lassen wir das Kobalt hier durchlaufen. Werden wir dann demnächst wieder Bausession ansetzen. Aber dazu werden wir dann das hier da oben mit angleichen. Das würde ich doch mal offline machen. Jo, jo, jo. Da können wir da wesentlich besser hin und her düsen und auch... Warte mal, ich brauche Hydrogen.
Nicht, dass ich dann irgendwo mal aus dem Himmel plumpse. Aber wir haben Strom. Wir haben eine zweite funktionierende Raffinerie, die jetzt erstmal ein bisschen Kobalt baut. Uran. Hier drüben dürfte das Platin noch lange nicht durch sein. Naja, das dauert noch gut. Platin werden wir aber auch brauchen. Ich möchte dann große Triebwerke schon dran schmieden. Ja, hat sich doch schon ein bisschen wieder verändert. Schön. Vielleicht werde ich offline dann hier hinten auch noch weiterziehen, dass wir dann da oben drauf noch oben weiterkommen. Vielleicht sogar ganz umbauen, dass man noch höher und noch eine Reihe drauf. Das heißt, wir müssen noch drei höher. Weißt du? Noch. 20 weiter nach hinten. Jawohl! Das wäre aber auch so eine Sache. Aber für drei höher hieß erstmal da oben alles. Abbauen. Boah, je nachdem, wie ich Bock habe, ne? Werden wir denn sehen. Nächste Runde fertig. Ja. Was macht man denn überhaupt? Jawohl, wir bauen nächstes Schiff, ähnlich wie das. Muss ich echt mal auch gucken, ob wir dann eine Fabrik dran kriegen, also Raffinerie. Mit einem Survival-Kit möchte ich nicht los. Dann schmeiße ich lieber einen Stein weg. Weil Survival-Kit, wenn wir keinen Stein haben, verwandelt dann auch unser gutes Uran und Platin unterwegs schon um. Und dann nimmst du aus sehr viel Uran oder bekommst aus sehr viel Uran sehr, also noch viel weniger raus, weil die Raffinerien hier, die sind ja schon an sich effektiver. Und dazu fehlen dann dem Survival Kit auch die Module hinten dran, also das lohnt sich nicht. Da wirst du nur ein Drittel von dem rauskriegen, was die hier aus einem Uran rausholen, aus einem Kilo aus, oder aus einer Tonne. Judy, dann. Ja, nächste Runde eigentlich. Raumschiffbau, Uranschiff. Also mit Uranantrieb, mit Reaktorantrieb. Dann fliegen wir wieder hoch. Holen uns nochmal Platin-Uran. Verhütten das hier unten. Und ich glaube, danach müsste ich schon anfangen, da oben eine Basis zu bauen. In 0G. Am besten irgendwo bei Eisen, war. Das werden wir wieder am meisten brauchen. Von hier unten mag ich nichts mitnehmen. Von den ganzen Rohstoffen, die wir da im Container haben. Das Einzige, was ich mag, ist dann irgendwo mal Gold auftreiben. Das habe ich oben noch nicht gefunden. Denn die ganze Basis hier und die Schiffe, so wie sie hier sind, das Hydrogenschiff und so weiter, sind für mich gedacht als, naja, wieder Anfangsbasis. Ne? Wenn sie mich oben irgendwo vernichten, dann komme ich hier wieder raus und dann kann ich hier mir das nächste Schiff bauen und wieder neu eintreten. Genau. Aber für diese Runde reicht's. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu einer chilligen Runde Space Engineers von Keen Software House. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.